auf mit dem Fernglas. Das ist mein Vater mit. Hey, da ist die mit den kleinen Titten. Du hast sie noch nie nackt gesehen, stimmt's? Na klar, frag die anderen doch. Wir tanzen immer nackt ums Feuer. Hab ich doch selbst gesehen. Aber warte, bis die alle da sind. Ach du Scheiße, ich muss los. Abendbrot. Fisser. Stefan! Stefan, ich weiß, dass du da oben bist. Komm runter. Mal wieder toll gemacht. Absolut. Wie geht's dir? Hab einen Bärenhunger und bin total durchgeschwitzt. Ich spring noch mal rasch unter die Dusche. Bevor die Männer kommen.
Sieht wieder ganz fantastisch aus. Angemessen für unser letztes Wochenende. Sollen wir nicht auf Julius warten? Ach, lasst uns essen, bevor der Salat welkt. Ja, dann auf die Küche. Jochen. Sabine, was ist los? Immer lasse ich mir alles wegnehmen, die alte Geschichte. Männer, Erfolg, meine Zahnbürste. Spürst du die dunkle Kraft, die in dir wohnt? Ne? Ich begrüße euch in diesem Raum, in dem wir so viel miteinander erlebt und durchlitten haben. Dies ist unser letztes gemeinsames Therapiewochenende. Aber wir haben noch ein hartes Stück Weg vor uns. Die Konfrontation mit den dunklen Seiten in uns. Nur wer auch seine dunklen Seiten kennt und annimmt, kann wirklich aus seiner Mitte heraus leben. Ich werde euch dazu morgen ein kleines Spiel vorschlagen. Oh, bitte nicht. Ja, ja. Julius hält sich heraus, wie immer. Aber heute Abend möchte ich wissen, wie geht es euch jetzt? Total erledigt. Urlaubsreif. Wie immer. Ich habe eine 80-Stunden-Woche, wenn alles gut geht. Wenn nicht, dann sind es mehr. Wenn du ankommst, tropfst du doch immer auf dem Zahnfleisch. Lass Julius reden. Was soll ich denn machen, wenn ich Bereitschaft habe? Nachtdienst, Notdienst, Patientenbesuche. Ich habe eben keinen 8-Stunden-Job. Tja. Ich höre deine Worte und ich sehe, wie fertig du bist. Aber energetisch nehme ich noch etwas wahr. Ihr nicht? Zeig es ihm bitte. Ich hab heute frei, frei, frei. Ich hab frei von meiner Frau. Erwischt? Erwischt. Mir geht's gut. Warum lachst du, wenn dir zum Heulen ist? Weil es mir gut geht. Ich kann schwimmen, rief der Ertrinkende. Ich kann schwimmen! Plum, plum, plum. Okay, es geht mir scheiße. Ich will nicht, dass mir scheiße geht. Du bist nicht authentisch. Ich bin authentisch. Ich fühle mich zerhau und zerhackt zu ja zwei Teilen. Immer habe ich versucht, es ihnen recht zu machen, beiden. Immer ihre Streitereien ertragen, ihre Liebe gebuhlt und jetzt lassen sie sich scheiden. Mutter ist 65, Vater 70, wird da die Zerren an mir, die reißen mich auseinander. Das ist der Grund. Ich will, dass das endlich aufhört. Das ist der eigentliche Grund, weshalb du erst Anwalt geworden bist.
und dann bei mir gelandet bist. Wenn Sie verteidigen will, die Ehe meiner Eltern kitten. Du hast dein Leben lang nichts anderes getan. Der kleine Jochen in dir hat sich so viel Mühe gegeben. Und du musst der kleine Jochen endlich lernen, nicht mehr für seine Eltern zu leben, sondern für sich selbst. Es gibt zu diesem unzugänglichen Gebiet, wo die Wachsoldaten gefangen gehalten werden, zwei Zugänge, einer von Westen her und einer von Osten. Mach du jetzt auf runter, Olaf! Zugänglich, es ist eine enge Schlucht. Von Osten her ist es etwas flacher. Vor allem dort sind nach ja, los! Nach mehrere Panzer stationiert, auch am westlichen Zugang. Das heißt, wenn die Fotografische Regierung ihre Ja, verschieben lassen, ne? Und du? Sabine? Wie geht es dir jetzt? Ich will nicht über mich reden. Und wie geht es dir damit? Lass mich. Ich will nicht. In einem kleinen Wassertropfen zeigt sich das ganze Meer. Ich habe keine Lust, ich bin sauer. Und wir alle spüren die Kraft, die dafür sorgt, dass Sabine leer ausgeht. Jetzt wie im Leben. Und sag bloß nicht wieder, ich hätte dir den Raum genommen. Ute! Also, mir geht's jetzt eigentlich ganz gut. Und uneigentlich? Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und ich habe hier wirklich viel gelernt über mich und meine Schüler und... Hörst du mir überhaupt zu? Sagst du mir denn etwas? Ja, ich mühe mich hier ab und für dich sind deine Fingernägel wichtiger. Ich meine, ich bezahle dir genauso viel wie die anderen. Sagst du was? Ich höre nichts. Ich auch nicht. Ich will verdammt nochmal, dass du mir zuhörst. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Es geht dir jetzt eigentlich ganz gut. Du sollst dich nicht über mich lustig machen. Ich bin hier nicht zu eurem Privatvergnügen, ja? Was regt dir doch auf, Frau Lehrerin? Ich... Ach... Alle schauen dich an, nur ich nicht. Warum sprichst du nicht zu denen, die dir zuhören? Weil du alles entwertest. Nicht wie? Naja. Schon gut. Das ist wie in der Schule. Ich habe hinten 2 Schüler in der letzten Reihe. Ich bereite den Unterricht gründlich vor. Ich bin locker, ich bin witzig. Ich mach Spaß. Du kämpfst um Aufmerksamkeit und bekommst sie nicht. Ja, nein. Doch, ja, von allen anderen, aber eben nicht von denen. Und ich strampel mich ab. Aber ich kann machen, was ich will. Die 2 interessieren sich einfach nicht für mich. Ich will aber, dass die mir zuhören. Deswegen mache ich hier diese Scheißtherapie. Ja. Deswegen! Du willst hier Tricks lernen. Will dich Showmaster, Haus oder Artisten? Tripp doch für die. Dann schauen sie bestimmt hin. Alles, was du hier lernen kannst, Ute, ist, warum du verdammt nochmal diesen beiden Pflegern so viel Macht über dich gibst. Was ist das für ein Gefühl, wenn du siehst, dass ich dir nicht zuhöre? Oder wenn deine beiden Schüler Mist machen, statt auf dich zu achten? Und nun zu dir, Christian. Du möchtest, dass Ute einen Striptease für dich macht? Das habe ich nicht gesagt. Nein? Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Hast du dich nicht getraut? Du wolltest es aber sagen, oder? Das war doch nur... Also, wie geht es dir jetzt? Bis eben ging es mir noch gut, danke. Aha. Und wie fühlst du dich jetzt? Vorgeführt. Mhm. Gedemütigt. War es das? Ausgeliefert. Und wie ist das für dich? Schlimm? Du gibst nur sehr kurze Antworten. Genau. Du redest in Sprechblasen. In Zitaten. Oder wenn du etwas über dich selbst sagst, in einzelnen Worten. Ja, und? Das tun nach meiner Erfahrung nur sehr unsichere Menschen. Menschen, die etwas zu verbergen haben. So. In einer Diktatur kleidet man die Kritik an den Herrschenden gerne in Zitate.
Es nimmt den Verantwortungsdruck. Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb, den du leitest? 197. Genau 197 nehme ich an. Natürlich genau. Und ihr schreibt schwarze Zahlen? Und ob. Man könnte also sagen, du hast den Laden voll im Griff. Alles unter Kontrolle. Ja, könnte man so sagen. Und was glaubst du, würden deine Mitarbeiter sagen, wenn sie hörten, dass ihr Boss, der alles so toll im Griff hat, sich nicht traut, einer Frau offen zu sagen, dass er mit ihr schlafen möchte? Aber was? Warum sagst du es, Ute, nicht, statt dich hinter Sprechglas zu machen? Ich bin hier, um Mitarbeiterführung zu lernen und nicht um... Du hörst es. Meine Versuche, dich zu kontrollieren, nützen nichts. Die Wahrheit will raus. Wie also fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin geil. Na und? Eben. Na und? Schluss für heute. Ich wünsche es angenehm zu ruhen. Entschuldigung. Ich muss über einen spitzen Stein gefahren sein oder so. Warum hast du es ihm gestern Abend nicht gesagt? Was? Na, dass wir längst was miteinander haben. Er ist zwar unser Therapeut, aber deswegen muss er ja nicht ein bisschen sein. Wenn man alle seine Geheimnisse preisgibt, ist man irgendwie wie nackt. Ist das von dir? Nee, das ist von meinem Steuerberater. Darf ich euch einbitten? Wir wollen mit unserem Spiel anfangen.
So höflich heute. Die Menschen mit ihrem Selbst zu konfrontieren, heißt nicht unhöflich zu sein. Ich komme gleich. Also. Ich denke, du bist ja der größte Homöopath und Gegner der Arzneimittelmafia. Denke ich auch. Und dann schluckst du diese Hämmer. Wegen dir habe ich mein Nasenspray weggeschmissen. Das war auch richtig. Das Zeug hätte deine Schleimhäute ruiniert. Ja, ja. Was ruinieren wir uns hiermit? Wenn du die lange nimmst, kriegst du keinen mehr hoch. Ich kann auch gar nichts sagen. Die Operation ist jetzt beendet. Aber der Zustand Ihres Jungen ist äußerst kritisch. Wir legen ihn jetzt auf die Intensivstation. Frau Menzel, ich muss Sie das jetzt fragen. Ich weiß natürlich, dass dies die denkbar schwierigste Situation ist, eine Entscheidung zu fällen. Aber hat Ihr Junge einen Organspendeausweis? Wir tun alles Menschenmögliche. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass... Ich habe hier ein kleines Setting aufgebaut. Ich möchte euch bitten, in diesem Boot Platz zu nehmen. Erst wusste ich nicht, wo ich mich hinsetzen soll, und dann war alles schon besetzt. Es ist ein Platz für dich vorgesehen. Keiner hat ihn besetzt. Wo denn? Worauf wartest du wirklich? Darauf, dass mich einer einlädt. Schneller! Die kriegen wir schneller! Hier steht Sabine. Hat jemand von euch Lust, hier ins Boot einzuladen? Sabine, komm, steig ein! Eine Seepartie ist lustig, eine Seepartie ist schön, denn da kann man die Matrosen auf der Reling kotzen sehen. Hollai, hollai. Na, wie fühlt sich das an? Schön, dass du da bist. Auf seinem Boot entsteht sofort ein Gemeinschaftsgefühl, oder? Na prima, dann sind jetzt alle an Bord. Die Lage ist so, ihr sitzt alle fünf in einem Boot. Ihr habt die Ruder längst verloren. Ihr treibt auf hoher See. Ihr habt nicht mehr genug Proviant und fast kein Trinkwasser mehr. Schöner Ausflug. Ich war gleich mehr für die Berge. Ihr habt euch ausgerechnet, dass ihr zu fünft keine Chance habt. Einer muss über Bord. Bitte entscheidet, wer. Quatsch, das ist ein Scheißspiel. Das spiele ich nicht. Bestimmt nicht. Also, ich kann man nicht sowas nur ausdenken? Ich auch nicht. Ihr wollt nicht. Nein. Sie wollen nicht. Nein. Benehmt euch nicht wie Therapieanfänger. Ihr spielt in einer anderen Liga. Wir wollen den Scheiß nicht. Lass uns was anderes machen. Ja, eine Traumreise. Ja. Christian, was weißt du über Widerstände bei Patienten? Die Neurose spürt, dass sie kurz vor der Aufdeckung steht und Kriegsschiss. Was ist, Christian? Hast du Angst, die Kontrolle zu verlieren? Können wir gleich etwas von dir sehen, das wir noch gar nicht kennen? Dass ich zum Spielverderber werde. Zigarettenpause. In solchen Notsituationen gibt es keine Zigarettenpause. Da muss man durch. First things first. Man kann doch nicht einfach entscheiden, der da so raus. Und Menschen tun so etwas. Ständig, er oder ich. So eine fast alltägliche Entscheidung. Nicht für mich.
als du deinen Studienplatz bekommen hast, Julius. Musst du nicht ein anderer darauf verzichten? Helmut Klaus hat entschieden. Ich habe einen Abiturdurchschnitt von 1,1. Bravo. Entscheiden wir eben noch Noten. Weiß jeder seinen Notendurchschnitt? Hat überhaupt jeder von euch ein Vollabitur? Nach dem Notendurchschnitt. Sitzen bleibe raus. Soll es ein Scherz sein? Früher hieß es in der christlichen Seefahrt, Frauen und Kinder zuerst. Es ist ein sehr archaisches Bild. Es stammt aus der Zeit, als wir noch in Höhlen lebten. Als die Winter nicht aufhörten und die Vorräte nie reichten. Wir alle haben noch Anteile aus dieser Zeit in uns. Es ist ein Urwissen. Jahrtausende alt, wie Gletschereis. Wir wollen trotzdem nicht. Wer nicht wie eine Marionette an fremden Fäden zappeln will, muss sich seiner archaischen Anteile bewusst werden. Muss den Jägern sich erkennen, den Höhlenmenschen. Den, der überleben will. Wir sind doch keine Brüllaffen mehr. Wie viele Leute hast du im letzten Jahr entlassen, Christian? Entlassen müssen. Sicher entlassen müssen. 14 in Deutschland, 3 in Belgien und 7 in Frankreich. Hast du das gerne getan? Nein, natürlich nicht. Warum hast du es dann gemacht? Um die anderen Arbeitsplätze zu sichern. Du hast also ein paar geopfert, um allen zu helfen? Wenn du so willst, ja. Dann müsste dir die Situation hier doch sehr vertraut sein. Wer soll aussteigen? Sabine? Oder Ute? Keine von beiden. Dürfen sie bleiben, weil sie Frauen sind? Oder sind sie dir besonders sympathisch? Ich sage gar nichts mehr. Wie hast du die Mitarbeiter deiner Firma ausgesucht, Christian? Hast du die Familienväter behalten, weil die andere versorgen müssen? Hast du die Schlechtesten gefeuert, weil die nichts mehr bringen? Oder hast du gerade die Luschen behalten? Weil die auf dem Arbeitsmarkt sonst keine Chance mehr haben? Ich schweige. Hör doch auf, Harry. Du hast die behalten, die der Firma besonders nützlich sind. Nicht die armen, kranken, schwachen. Du hast die mit den meisten Fehlzeiten gefeuert, oder nicht? Das hätte jeder getan. Aber ja! Du hast getan, wofür du bezahlt wirst. Jeder hätte das getan. Und trotzdem schämst du dich so sehr, dass du dir selber verbietest zu reden. Soll er vielleicht stolz drauf sein? Ich meine, ich würde mich auch schämen, wenn... Na gut. Und was machst du als Lehrerin? Ich bringe meinen Schülern was bei. Das ist ja du. Du sortierst aus. Nö, das kann man so nicht sagen. Der Lehrplan schreibt vor... Das kann man so nicht sagen. Du übersiehst also absichtlich Fehler im Heft, damit du deine Schüler nicht sitzen bleiben lassen musst. Das habe ich auch schon gemacht, wenn mir einer leid getan hat. Und die dir nicht leid tun? Ich muss Noten geben. Ich flieg sonst raus. Richtig. Christian tut es und du tust es, weil ihr beide Angst habt, sonst rauszufliegen. Aber mir ist das alles zu billig. Ich glaube euch nicht. Ist da nicht auch ein kleiner Fleck in euch, der die Macht genießt, diese kurze Zeit, in der euch jemand wirklich ausgeliefert ist? Was empfindest du, wenn ein Familienpapi vor dir herumwinselt und um seinen Job fleht? Und dies ist bei einer jungen Frau. Dieser Augenblick, wenn von deinem Wort alles abhängt. Wie fühlst du dich dann, wenn sie versucht, in deinem Gesicht zu lesen, welches Urteil du gefällt hast? Erzähl mir nicht, dass du da nichts fühlst. Stell dir vor, sie würde für dich strippen, um die Wille zu stimmen. Ach, das ist doch widerlich. Nein. Natürlich tust du das. Was glaubst du denn, woher deine Scham im Alltag kommt? Das ist ein kleiner Teil in dir, der befürchtet, alle anderen könnten sehen, was für einer du wirklich bist. Ja, klar. Weißt du was? Manchmal habe ich sie wochenlang zappeln lassen, besonders Frauen. Ja? Manchmal habe ich sie sogar dann ausgesucht. Die am meisten Angst hatten oder besonders hochmütig waren, oder? Was weißt du nicht? Oder die dich besonders an deine Mutter erinnern. An deine mächtige Mutter. Da bin ich dafür, dass er rausfliegt, wenn schon einer über Bord muss. Hey, ich denke, wir wollen das Scheißspiel nicht spielen. Das muss die Frau Lehrerin gerade sagen. Du willst doch den Mädchen in deiner Klasse nur zu gerne einen reinwürgen. Du setzt dich doch zu jeder in Konkurrenz. Stimmt doch überhaupt nicht. Hat sie mir selbst gesagt? Lügner. Der lügt vielleicht. Du hast ja nur Augen für die Jungs. Von denen willst du gesehen werden. Dafür stichst du doch alle Weiber aus. Stimmt, Ute. Mich beachtest du doch auch nicht. Und wir Männer im Raum sind schon gar nicht. Ach, halt doch dein Maul, du dumme Kuh! Mein Kreislauf, Harry. Wir wollen das Spiel nicht spielen. Ach, Jochen. Wir sind mittendrin. Schaut euch doch an, wie jeder da sitzt und um seinen Platz kämpft.
will nicht, mir ist schlecht. Dann steig doch aus. Dann sind wir vier und alles ist in Butter. Ich denke, wir sind Freunde. Freunde. Wenn das hier Wirklichkeit wäre, sähe sowieso alles ganz anders aus. Was sähe dann anders aus? Na, ich wäre doch der Letzte, den ihr von Bord schmeißen würdet. Wieso? Weil du so krank und mitleiderregend aussiehst. Wäre ich an deiner Stelle sowieso vorsichtig. Die Mitleidsmasche zieht nicht mehr als Kranker, aber es ist eine viel zu große Belastung. Außerdem wirst du die Glut der Mittagssonne nicht überleben. Von der Kälte in der Nacht will ich gar nicht erst anfangen. Trotzdem würdet ihr mich auf Knien bitten zu bleiben. Wisst ihr warum? Weil ich der einzige Arzt an Bord bin. Und den brauchen Schiffbrüchige nötiger als Manager, Lehrerinnen oder Rechtsanwälte. Ah. Geht das jetzt auf einmal gegen mich? Ja, stell dir mal vor, wir landen auf einer einsamen Insel. Irgendwann wird der Doktor gebraucht. Kannst du einen Blinddarm herausnehmen, Jochen? Was, wenn eine von den beiden schwanger wird? Und glaub mir, auf einer einsamen Insel ist Empfängnisverhütung ein Problem. Willst du ein Kind von der Steißlage in die Beckenendlage drehen, Christian? Hör auf. Harry, ich habe eine Idee. Nur zu. Sag sie deinen Leidensgenossen vor. Wir teilen die Vorräte ein und essen weniger und trinken weniger und... So. Aber einer muss raus. Warum? Warum? Wenn keiner geht, müsst ihr einen über Bord werfen. Einer muss geopfert werden. Für das Allgemeinwohl. Mein Junge ist kein Ersatzteillager. Mein Junge ist kein Selbstbedienungsladen für eure miese Kunst. Du warst also mit Stefan Menzel auf dem Hochsitz. Klaus, brauchst keine Angst zu haben. Wichtig ist allein, dass du dich jetzt gemeldet hast. Du, es interessiert mich auch nicht, was ihr da gemacht habt. Ich will nur wissen, ob du gesehen hast, wer Stefan angefahren hat. Du musst mir sagen, was du weißt. Du willst doch auch, dass wir den Fahrer kriegen, oder? Das war einer vom Jagdhaus. Ich hab dort den Wagen hochfahren sehen. Hast du den Unfall gesehen? Aber du hast deinen Wagen zum Jagdhaus fahren sehen. Zwei. Ziemlich kurz nacheinander. Hast du noch andere Autos gesehen? Steig du doch für sie aus. So gemein. Ich will nur nett sein. Nettigkeiten kommen wir hier nicht weiter. Nett sein, hör doch auf, Mann. Der Herr Anwalt denkt doch nur an das, was danach kommt. Wie danach? Was? Anwälte denken bei allem, was sie tun, an das danach. Die juristischen Konsequenzen. Der wird doch nur nachher in der Besprechungsrunde gut dastehen. Na, nicht wahr, Jochen? Das stimmt. Ich bin doch nur deinetwegen hier. Du hast mich doch aufs Boot gelockt. Ja, sonst wärst du wahrscheinlich irgendwo weit weg am Ufer, würdest du allein im seichten Wasser vor dich hinplanschen.
Leben heißt Risiko. Also, wie ist die Lösung? Die Zeit versteigt, er steigt aus. Wir könnten losen. Ist immer noch besser als so ein soziopathisches Urteil. Dann verliere ich sowieso wieder. Also gut, ich steig aus. Sabine, komm runter, bevor du fällst. Wenn ich einer reinschubst. Du bist wieder so Opfer, Sabine. Ja, mein Leben ist doch sowieso für den Arsch. 100 Mal habe ich schon versucht, Lust zu machen. 100 Mal. Alle anderen haben irgendwelche Aufgaben. Kinder und Männer. Ich habe überhaupt nichts. Ich meine, einer muss ich doch zur Verfügung stellen. Und deswegen springe ich freiwillig. Sabine! Kennst du dieses Gefühl, immer zur Verfügung stehen zu müssen? Ja. Das ist ja alt und ein Punkt hier drin. Das ist böse. Das ist die Kraft, die dir alles nimmt. Jetzt sogar dein Leben. Komm! Nein. Komm! Spring, du Idiot! Der ist doch sowieso nicht zu helfen! Jahrhundertelang wurden Frauen zuerst gerettet. Jetzt habt ihr eure Emanzipation, jetzt sind wir mal dran. Jetzt heißt es Weiber zuerst über Bord! Stopp! Keine körperliche Gewalt! Erinnert euch an unsere Prinzipien. Nichts wird an anderen ausagiert. Du Schwein! Du sagst dir, du sollst schweigen! Frau Lehrerin ist mir nicht daran gewöhnt, dass ein Mann mal zurückschlägt. Sie glaubt ja nur, dass sie selbst ungestraft Ohrfeigen verteilen darf. Christian, ihr seid hier, um euch zu spüren und zu verändern. Nicht um aneinander herumzuerziehen. Wer erzieht denn jetzt aus, Eva? Die ganze Scheißpädagogik ist doch nichts anderes als der Versuch von Weibern und Männern, ihren Willen aufzudrücken. Ja, Christian, bleib bei dem Gefühl. Spür dem nach. So hast du deine Erziehung empfunden. Ja, verdammt nochmal. So hast du Liebe kennengelernt. Als Machtausübung. Ja, ich kann nur lieben, wenn ich herrschen kann. Die Kehrseite der Machtlosigkeit. Frauenhasser. Okay, so. Können wir aufhören, ja? Spiel vorbei. Ich bin der Arsch, na prima. Sabine will sich für alle opfern, Jochen rettet Sabine, Julius hält sich fein raus und die Lehrerin hat alle Fäden fest im Griff und ich bin der Arsch, okay? Hätte ich sie springen lassen sollen. Ha, noch den großen Helden. Deine Mami wird stolz auf dich sein. Was bist du nur für eine menschliche Sau? Musst du eigentlich alles kaputt machen, ha? Ich? Du glaubst doch nicht wirklich, dass der gesprungen wäre. Julius hat recht, der ist Anwalt. Anwälte gehen für ihre Klienten nicht in den Knast. Der hat sie nur gerettet, um hinterher besser dazustehen. Sonst wäre sie jetzt erst da. Das stimmt, du. Hast doch nur Angst, dass ich nachher besser dastehe als du. Hey, hatte ich nicht. Ich wollte nur, dass du lebst. Du denn dann nicht gesprungen, ne? Ach, du! Du halt dich da raus! Du bist nur sauer, weil du mal nicht im Mittelpunkt stehst. Nein! Es ist alle noch im Boot. Ich zähle da 5 Personen. Sabine, Ute, Jochen, Julius und Christian. Es geht allen Schiffbrüchigen so. Aber es hört erst auf, wenn es aufhört. Noch seid ihr auf hoher See. Und wenn ihr nicht bald eine Lösung findet, seid ihr alle tot. Wann ist bald? Sagen wir, in 5 Minuten. Nein, 5 Minuten halte ich das hier nicht mehr aus. Ich bin so froh, dass es unser letztes gemeinsames Wochenende ist und dass ich euch alle danach nie wiedersehen muss. Das war eine gute Idee, dass wir privat keinen Kontakt zueinander aufnehmen sollten. Einen wie euch würde ich nämlich in meinem Bekanntenkreis nicht ertragen. Du denkst ab, Ute. Noch 4 Minuten. Na gut. Was ist, wenn wir alle draufgehen? Immer noch besser, als dass wir alle zu Mörern werden. Was wäre denn, wenn wir gemeinsam untergehen? Hätten wir dann das Spiel gewonnen? Ach, die Frau Lehrerin versucht, die Regeln zu begreifen, damit sie hinterher bessere Noten kriegt. Wie ist denn das im Leben? Wer gewinnt da? Wer sich opfert? Wer überlebt? So wie ihr euch im Moment verhaltet, wäre die Zivilisation dem Untergang geweiht. Keiner lässt los. Und alle sterben gemeinsam. Wir haben nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Ja, komm, Jochen, jetzt zeig uns mal, dass es dir ernst war. Springen. Wenn wir es schaffen, schicken wir dir vielleicht auch ein Rettungsboot, Jochen. Ich wollte nicht springen. Sie wollte. Warum werfen wir den nicht einfach raus? Das wäre nämlich kein Verlust für die Menschheit. Der fährt von hier aus heim und rationalisiert die nächsten Arbeitsplätze weg. Freiwillig steige ich nicht aus. Das war uns klar. Aber wir sind 4. Und du bist allein. Das wäre Mord. Auf! Hey, auf!
nicht mehr aushalten kann. Na, da haben wir endlich mal was gemeinsam. Ich will nicht, dass sich einer für mich aufopfert. Darum geht es seit Jahren in meiner Ehe. Seit Jahren kämpfen wir darum, wer sich für den anderen am meisten aufopfert. Mit allem, was der eine für den anderen tut, vergrößert dessen schlechtes Gewissen. Ich ersticke dran! Was haben wir denn von Harry gelernt? Aufopferung ist auch eine Art von Narzissmus. Nicht jeder schafft es, sich herauszustellen und in den Mittelpunkt zu streben. Wie die Ute. Nicht jeder ist zum Star geboren. Manche befriedigen ihren Narzissmus durch Aufopferung. Für die Familie, für die Religion, für die Partei, für das Land. Was dein Spiel des Mordes! Oder? Dann schmeiß ich mich raus aus dem Scheißboot! Deine Worte. Die Zeit läuft! Nur vier können überleben! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Ihr seid die Angeschissenen! Das könnt ihr nie wieder gut machen! Ja! Jesus, komm jetzt hier nicht wieder rein! Das machen wir nicht! Der glaubt doch, dass er gewonnen hat, weil er stirbt und wir leben sollen noch! Ich ertrinke! Julius! Julius, komm rein! Julius, komm rein! Zu Ende. Guten Tag, Polizei. Ich bin darf ich mal reinkommen, Herr Professor? Natürlich dürfen Sie reinkommen. Herr Weber. Paul Weber. Herr Weber. Ist was passiert? Hat man Sie gerufen? Ich hoffe, Sie deuten das nicht falsch. Sie wissen, was wir hier machen. Das weiß ich nicht. Man munkelt natürlich so einiges im Dorf. Das kann ich mir denken. Wir sind nicht irgendeine Sekte. Ich leite hier eine Selbsterfahrungsgruppe. Selbsterfahrungsgruppe? Das geht mir ja nichts an. Was ist denn der Anlass Ihres Besuchs, Herr Weber? Fahrerflucht. Auf der Zufahrtsstraße ist ein Kind angefahren worden. Der Fahrer hat es einfach liegen lassen und ist in diese Richtung weitergefahren. Das ist ja furchtbar. Und wie geht es dem Kind? Es ist ins Kreiskrankenhaus gebracht worden. Und Sie überprüfen jetzt natürlich alle Leute, die sich in der Gegend haben? Ich stelle zunächst alle Personalien fest und ob jemand etwas gesehen oder gehört hat. Wie viele Personen halten sich hier im Haus auf? Mit mir sechs. Ich muss von allen die Papiere sehen, von Ihnen natürlich. Aber ja. Harry! Ute, Christian, darf ich euch einen Weber von der örtlichen Polizei holen? Das ist eine potenzielle Mörderin. Darf ich auf Sie bitten zu bleiben? Ich muss Ihre Papiere sehen. Dr. Jochen Baumeister, ich bin Rechtsanwalt. Sie haben sicher einen Hausdurchsuchungsbefehl. Nein, ich durchsuche auch nichts. Aber ich bitte jetzt alle, sich auszuweisen. Und Frederik sagte, klettert dort auf den großen Stein und schließt die Augen. Dann werdet ihr die Sonne spüren. Und ihre Strahlen. Die kleinen Mäuse stiegen auf den großen Stein und schlossen ihre Augen. Und plötzlich wurde ihnen ganz warm. Aber wo bleiben jetzt die Farben? Fragten sie, ganz aufgeregt. Und Frederik sagte wieder, schließt eure Augen. Und er erzählte von Kornblumen, von Sonnenblumen, von grünen Wiesen. Und die kleinen Mäuse sahen plötzlich viele, viele bunte Farben. Tja, das war's dann wohl.
dachte ich mir schon, dass Sie mir nicht weiterhelfen können. Entschuldigen Sie die Störung. Wissen Sie, was mich ganz persönlich interessiert? Meine Frau hat vor Jahren auch so eine Gruppentherapie gemacht wegen einer Essstörung. Also, sie hat sich nach dem Essen immer erbrochen. Ich frage mich jetzt, ob das da auch so zugegangen ist wie bei Ihnen. Ich glaube kaum. Sie sind hier in eine absolute Ausnahmesituation hineingeraten, Herr Weber. Im Dorf erzählt man, stimmt es, dass Sie nackt ums Feuer tanzen? Sie meinen die Reinigungsrituale? Wir probieren sie ja aus. Und dazu gehören manchmal sehr alte Rituale, die schon fast in Vergessenheit geraten sind. Aber ich kann Sie beruhigen, Herr Weber. Was Sie wirklich wissen wollen, ist doch, ob Ihre Frau an Gruppensexorgien teilgenommen hat. Nicht wahr? Ich gehe dann wohl jetzt besser. Sie brauchen den Vergleich mit anderen nicht zu fürchten, Herr Weber. Erstens sind Sie ein imposanter Mann. Und zweitens ist Ehebruch kein Bestandteil der Therapie bei Essbrechsucht. So ernst. Soll ich alle einsperren und nacken Spießruten laufen lassen? Das ist ja schon mal ein Vorschlag. Ein Auto hat einen Platten. Hey, gut, das kann auch andere Gründe haben, aber wenn am Montag die Spurensicherung kommt, finden Sie den Wagen mit 100%iger Sicherheit. Montag? Ja, es Montagmorgen kommt die Krippe aus der Kreisstadt. Du weißt ja, wie das läuft. Ich kann nichts machen. Das wissen wir alle. Und da sagt er, dass sie bis Montag noch bleiben und nicht schon vorher abhauen. Die Damen und Herren kutschieren in ihre Büros und Firmen, informieren ihre Anwälte und die hauen sie dann raus. Mehr als Personalien feststellen kann ich nicht machen, wir leben im Rechtsstaat. Jetzt hört doch endlich auf, über dieses Kind zu reden. Darum geht's doch gar nicht, ihr wollt doch nur ablenken. Wovon? Möchte jemand vielleicht Erdnüsse? Davon, dass du als Gruppenleiter die letzte dumme Sau bist. Das ist aufeinander wie Kampf und die Idioten machen das noch mit. Und ihr glaubt, dass Gruppenleiter Gruppen leiten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Jawohl. Also mir reicht's, ich steig aus. Hier verbringe ich, Blödmann, meine kostbaren freien Wochenenden. Von der Kohle, die ich an dich abdrücke, kann ich locker nach Mallorca fliegen. Alleinerziehende Mütter bumsen, ich weiß. Aber ich freue mich für dich, Christian. Ach, du freust dich für mich, ja? Warum denn? Weil es dir zum ersten Mal gelingt, offen wütend auf mich zu sein. Das ist ein echter Durchbruch. Ja, gut. Spür dem nach. Genau das ist es, was du deiner Mutter gegenüber immer unterdrückt hast. Man kann einen Menschen lieben und trotzdem wütend auf ihn sein. Ist das nicht toll? Du spinnst ja. Aus, Schloss vorbei. Früh bin ich weg. Ihr seht mich nie wieder. Nein! Christian? Ich wollte nur mal nach dir gucken. Dir geht's nicht gut, oder? Großartig. Ich genieße die wohl sortierte Hotelbar und switche mal eben so durch die Programme, bevor ich mich im Pool entspanne. Kann ich noch was für dich tun? Kannst du mir hinblasen? Na los, hopp, hopp, hopp. Bisschen Dalli oder muss ich noch lange mal? Warum bist du denn so gemein?
ich deine unterwürfige Art nicht ausstehen kann. Dieses ganze falsche Getue kotzt mich an. Also ich schlafe jedenfalls heute Nacht nicht mit Christian in einem Zimmer. Das würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Soll das eine Einladung sein? Wenn die sagt, was er will, kriegt selten, was er möchte. Oh, ihr seid aber auch echt. Schon gut, schon gut. Ich schlafe im Therapieraum. Milligramm Supra fertig machen. Eins, ja. Zwei, ist drei, aufgezogen. Vier, geben. Fünf. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal 0,6 Supra hinterher. Eins, ja. Zwei, drei, vier, fünf. Ist drin. Scheiße, da kommt nicht. Eins, zwei, drei, 0,5 vier, Milligramm fünf. Atrophin. Ja. Eins, zwei, drei, vier, ja. Fünf. Defi fertig machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Defibrillator. Passte. 100 Joule. Ist geladen. Alles vom Bett wegtreten. Eins, zwei, drei. Nochmal 100 Joule. Ja. Vom Bett weiter weg. Beatmen. Und weg vom Bett. Einladen. Zwei, drei. 160 Joule. Eins, zwei, drei. Hat keinen Zweck. Weiter Reanimation. Thank you.
12 Vollkornbrötchen, 4 Weißmehl, wie immer. Hallo, arbeiten Sie noch hier? Wollen Sie mich nicht mehr bedienen, oder was? Einer von euch hat meinen Sohn überfahren. Wer? 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 Ernst? Ernst? Halt dich da raus, Paul! Hau ab! Halt dich da aus! Die Leute, die halten zu mir, vergiss das nie! Die halten alle zu mir! Einer von denen hat meinen Sohn überfahren! Einer von denen! Einer von denen hat meinen Sohn überfahren! Paul! Jetzt hau ab! Halt dich da raus! Ernst, bitte, ich kann das nicht zulassen. Das ist eine Sache zwischen mir und denen da oben. Ernst, ich vertrete dir das Gesetz. Paul, du wohnst hier. Die hauen ganz schnell ab und kommen nie wieder und danken dir nichts, weil mit uns musst du weiterleben. Ernst, gib mir die Waffe. Paul, an deiner Stelle würde ich zu meiner Irene gehen, sie zum Essen in die Stadt einladen und vor morgen früh nicht wiederkommen. Wenn deine Kollegen aus Weierstadt kommen und dir den Fall sowieso abnehmen, ist die Sache hier längst geklärt. Völlig klar. Der Vater sucht einen Schuldigen, um seinen Schmerz zu stillen. Aber Rache heilt keine Wunden. Sie reißt sie nur neu auf. Na prima, geh doch raus und erzähl das dem! Du bist doch Arzt, tu doch was! Er muss ins Krankenhaus. Ich kann da draußen niemand sehen. Ihr habt ja alle eine Macke. Wir sind hier schließlich nicht im Wilden Westen. Ich fahre jetzt nach Hause, ich rufe mich von der Wechselbohr an.
Du bist ein Arzt für jede Krisensituation. Sei still! Du doch warst, du großer Psychologe. Behandle mich. Du bist doch den Umgang mit Spinnern und Psychopathen gewohnt, oder? Hören Sie! Was Ihnen geschehen ist, tut uns unendlich leid! Wir verstehen, dass Sie uns verdächtigen. Die Polizei war hier. Wir haben alle unsere Aussagen gemacht. Wir sind unschuldig am Tod Ihres Sohnes. Ich bin mir da nicht so sicher. Hier kommen abends nicht viele Autos durch. Antworten Sie doch! Eins weiß ich genau. Ich bin's nicht gewesen. Reden Sie mit uns! Geld. Dein Geld ist hier nicht der Problemlöser Nummer 1, Mann. Wir können ihm Geld geben. Du machst ihn nur noch wütender. Kommen Sie doch einfach zu uns rein. Spinnst du? Kommen Sie doch rein. Wir laden Sie ein. Wir sind ganz normale Menschen. Wir haben keine Hörner auf dem Kopf. Wir haben Sorgen und Nöte, so wie Sie. Ich zum Beispiel, ich heiße Sabine Jung und ich bin Apothekerin, also das heißt Apothekshelferin, weil ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ich habe noch nie eine Prüfung bestanden, weil ich halt diese Situation nicht aus. Ich kriege dann immer Fieber und muss schwitzen und bin wie gelähmt vor Angst. Kommt, dass Sie trösten. Sie haben genauso einen Verlust erlitten, so wie ich. Mein Vater, der ist bei einer Operation gestorben. Ich wollte die Ärzte erst verklagen, weil es war ein Kunstfehler. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem Verlust leben muss. So furchtbar und schrecklich er auch ist. Ich bin jetzt hier, damit man mir hilft. Und wir haben hier einen wunderbaren Therapeuten, der kann gut alle Wunden heilen. Er könnte Ihnen auch helfen. Er heißt Harry Bach. Er hilft auch mir und er kann auch Ihnen helfen. Sie müssen nur mit ihm reden. Warum kommen Sie denn nicht einfach rein und reden mit uns? Ja.
eine Stunde! Ich gebe euch eine Stunde! Dann brenne ich die Hütte ab! Also, ich höre. Du willst mir doch irgendetwas sagen. Danke, wir machen das schon. Vielen Dank. Weich mir nicht aus. Wir waren doch schon seit Jahren nicht mehr zusammen essen. Ich kenne dich schon zu lange. Was soll er denn, der Scheiß? Ohne Diagnose keine Behandlung. Er ist männlich. Beginnende Midlife-Crisis. Ja, und er hat eine irre Wut auf alles, was fremd ist, besonders auf uns. Deine Hand hat er nicht zertrümmert! Fremdenhass lässt auf sexuelle Minderwertigkeitsgefühle schließen. Na prima, das bringt uns weiter. Er hat eine sehr niedrige Frustrationsschwelle. Na, hör mal. Sein Sohn ist gestorben und sowas nennst du niedrige Frustrationsschwelle? Du gefühlskalte Ziege. Jeder würde so reagieren. Also ich meine, er glaubt vielleicht, dass er uns unterlegen ist, gesellschaftlich gesehen. Vielleicht kommen irgendwelche Verletzungen aus der Schulzeit zurück. Er war ein dummer Schüler und das hat ihn geprägt. Und die Waffe ist ein großer Gleichmacher. Darum setzt er sie nur aus der Entfernung ein. Er will einfach nur den Mörder seines Sohnes rächen. Es war kein Mord, es war ein Unfall. Ich spüre sehr genau, dass du den größten emotionalen Zugang zu ihm hast, Sabine. Es gibt zwischen euch so etwas wie eine energetische Verbindung. Das kann uns sehr nützlich sein. Ja, immerhin hast du eine Stunde Zeit bei ihm rausgehandelt. Wenn du rausgehst, dir wird er nichts tun. Ich habe seinen Sohn nicht umgebracht. Darum geht's doch gar nicht. Keiner von uns hat's getan. Trotzdem muss einer raus. Es geht hier nicht um Schuld oder Unschuld. Sondern? Darum, dass einer rausgeht, wenn wir hier nicht verrecken wollen. Ich glaube, Christian hat recht. Ein Mann hat hier keine Chance. Ein Mann legt er sofort um. Eine Frau würde höchstens den Behörden ausliefern. Wenn du rausgehst, du kannst mit ihm reden. Ihr wollt also, dass ich gehe? Ihr wollt mich opfern? Niemand will dich opfern, Sabine. Du hast eindeutig, objektiv die besten Chancen, oder? Du kannst uns retten. Mhm. Ja, Miss, kann ich was für euch alle tun, damit ihr mich lieb habt? Jetzt kannst du wirklich mal was für uns tun. Die Zeit läuft. Soll ich mal mit dir reden? Ich mach das schon. Allein. Dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, herauszufinden, ob es nicht wirklich einer von uns war. Willst du hier einen Prozess aufziehen, oder was? Die Zeit läuft und ich wette, der ist pünktlich. Bevor Sabine für einen stirbt, der einfach zu feig ist, es sich selbst einzugestehen. Geht das gegen mich? Was ist denn? Der Frauenhasser will natürlich Sabine oder mich rausschicken. Schade, dass wir nicht in deinem Büro sitzen, ha? Nach welchen Kriterien würdest du entscheiden? Wer kommt denn immer auf dich? Das ist eine schwere Entscheidung. Wer rast denn immer wie ein Idiot? Die kann dir keiner abnehmen. Einmal bin ich mit dir mitgefahren. Du hast mich vom Bahnhof abgeholt. Vielleicht kannst du alles für uns zum Guten wenden. Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre. Na, alles ist vorbei. Wir sitzen zusammen und erzählen. Du weißt ja, später werden wir unsere Fehler und Erfahrungen nennen. Stolz darauf sein. Wie würdest du dastehen? Ob als Retterin? Ruhig, Hexe! Wer hatte deinen Plan? An meinem Wagen ist kein Kratzer. Und wer hatte die erstbeste Gelegenheit, im Nuss um den Beleidigten zu spielen und abzuhauen? Du wolltest doch nur deinen Wagen vor der Spurensicherung in Sicherheit bringen. Wer dafür ist, dass Christian rausgehen soll, hebt die Hand.
klar. Unsere sensiblen Frauen. Jochen, was ist mit dir? Wir müssen erst die Spielregeln festlegen. Das geht nicht so einfach. Doch, so einfach geht das. Wir stimmen einfach ab. Nein, auch eine Demokratie hat Spielregeln. Genügt eine einfache Mehrheit oder muss die Entscheidung einstimmig sein? Gibt es ein Vetorecht? Eine Minorität oder? Ja, ich finde auch, wie Jochen sagt. Männer. Entschuldige, Christian, aber wenn einer von uns die Nerven hat, mit dem fertig zu werden, dann du. Vielleicht hat unser Onkel Doktor den Kleinen ja selbst auf dem Gewissen. Bist du wieder ganz speedy Auto gefahren, ja? Da stand ja was. Unser Doc Holliday hier besteht nämlich zur einen Hälfte aus Aufputschmitteln und zur anderen aus Tranquilizern. Du lügst, du willst dich doch nur rausreden. Ach ja. Dann gehen wir mal ins Bad. Schauen wir mal in sein Medikamentengefäßchen. Na komm, 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 komm! Das beweist doch gar nichts! Harry, was ist mit dir? Ich kann mich an solchen Abstimmungen nicht beteiligen. Das gibt's nicht. Du musst Partei für mich ergreifen. Was zahle ich dir eigentlich die Stunde? Du kannst dich doch da nicht raushalten! Gehst du raus. Habe ich doch nichts getan. Aber mich wolltest du rausschmeißen. Bringen wir es hinter uns. Nastine. Ich war's. Ich. Was läuft hier eigentlich? Du hast dich seit Jahren nicht mehr so unwohl gefühlt. Hat es mit Menzel zu tun? Ja. Ist er oben bei der Hütte? Und da sitzt du hier einfach so vor mir, nur um möglichst weit weg zu sein? Was soll ich denn machen? Soll ich da jetzt hochgehen? Wir leben seit 12 Jahren hier. Wir sind von den meisten geachtet, zumindest toleriert. Wir haben ein schönes kleines Haus, sogar ein paar Freunde. Aber wir sind zugereist. Willst du das alles verlieren? Willst du das? Willst du alles nochmal von vorne anfangen? Ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Sie wollte nicht, dass ich zum Therapiewochenende komme. Ich war so aufgeregt, ich habe Beruhigungstabletten genommen. Ich wäre fast eingeschlafen, dann ist mir... Zuerst dachte ich, es sei ein Stück Wild, irgendein Stück Wild, das mir... Dann habe ich ihn liegen sehen, völlig verrenkt. Ich bin dann zu ihm. Er hat geatmet, er hat gesprochen. Es war kaum zu verstehen. Ich habe nicht geguckt, hat er immer wieder gesagt. Ich habe nicht geguckt, nicht nach links, nicht. Plötzlich war es still, er war still. Er hat noch geatmet. Dann bin ich einfach... Das ist sehr anständig von dir, Julius.
warten eine Weile und ziehen uns dann diszipliniert zurück. Wir fahren Kolonne. Von der Stadt aus rufen wir die Polizei. Er wird ihm da nichts tun. Halt! Warten Sie. Die da drin, das sind die wirklichen Schweine. Die haben mich rausgeschmissen. Ich habe aber ihren Sohn nicht überfahren. Die wollen mich nur loswerden. Ich weiß zu viel über das, was die da treiben. Einer von denen muss es gewesen sein. Ich hätte angehalten, und ihrem Sohn geholfen. Ich bin Arzt. Der hat doch laut gesagt, er war's nicht. Gib mir noch 10 Minuten. Das Schwein, das meinen Sohn überfahren hat, soll rauskommen. Sonst hat er noch einen Toten auf dem Gewissen. Der macht das wahr. Ja, voll, ihr Schwein. Wir befinden uns in einer Extremsituation. Die Gefühle fahren Achterbahn mit uns. Wir müssen jetzt vernünftig handeln. Julius hat sich selbst in diese Situation gebracht. Christian hat recht. Wir sind daran vollkommen unschuldig. Wir können das doch nicht zulassen. Ich meine, wir sind nicht schuldig im Sinne einer unterlassenen Hilfeleistung. Wir würden uns gefährden. Kein Gericht würde von uns verlangen, dass wir uns opfern sollen. Wir können doch alle gemeinsam rausgehen, so. Als Gruppe. Dann wird er so verwirrt sein und da wird er doch nicht auf uns alle schießen wollen. Das ist doch gar nicht so schlecht, die Idee von Sabine. Und sobald wir draußen sind, zeigt er auf mich und kreischt: Der war's, erschießen Sie bitte den, das ist ein Macho. Der hat das sowieso verdient. Wir gehen alle gleichzeitig raus, aus dem Fenster, in verschiedene Richtungen. Na ja, da wirst du doch vom Vorteil sein. Du bist doch der Schnellste von uns. Hier fein ausgedacht. Nix da. Der wird zuerst auf die Männer schießen. Und sie knallt ab. Viel Zeit. Ich kann die beiden nicht mehr sehen. Warte, Harry, nee. Entschuldige. Wir haben noch genau... Das war zu früh! Zu früh! Das ist unfair! Wir hatten noch Zeit. Wir hätten noch was machen können. Ha 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 ha!